Der ist aber sehr lange an dem Apfel am Beißen. Grüß dich, Horst. Gestatte mir, dir einen lieben Freund und Partner vorzustellen. Geralt von Riva, der... nicht eingeladen ist. Hey. Wie viel ist für mich immer Horror, zu viel Auswahl und ich weiß ja nicht, was ich essen soll. Also bei mir geht's mittlerweile. Dadurch, dass ich ja eh kein Fleisch mehr esse, ist meistens Buffet... besteht dann aus sehr wenigen Dingen. Von daher, ja. Wo habe ich nur meine Manieren? In Kaer Morhen rangiert Etikette nicht allzu weit oben auf dem Curriculum. Skandalös. Das ist offenkundig. Ich habe das nagende Gefühl, dass ihr zwei einen schlechten Start hattet. Vielleicht sollten wir trinken auf... Was will deinesgleichen von mir? Hey! Nur weil ich anders bin? So wird das nichts, kann ich mit einem anderen Boss und dich reden? Schön, sparen wir uns die Floskeln. Maximilian Borsodis Haus. Ich muss es finden, was immer es... Was? Wie hast du davon erfahren? Meine Herren, kein Grund, die Kontenance zu verlieren. Bitte, beruhigen Sie sich. Ich fragte, wie hast du davon erfahren? Boah, ganz ruhig. Wo? Spielt keine Rolle. Sagst du mir, was es ist oder nicht? Wache, bring den Hexer raus und lass sie nicht mehr rein. Auch nicht mit Hierarch Hemmelfarb persönlich. Wirklich? Er hat doch nur eine schlichte Frage gestellt. Noch ein Wort und ich verlege meine Konten zur Konkurrenz. Tut mir leid, Kumpel. Du musst die Wache nicht bemühen, Horst. Ich gehe freiwillig. Ich entsinne mich nicht, dir die Wahl gegeben zu haben. Befördert seinen mutierten Arsch raus! Hey! Voll fies. Na, sag ich ja, das erleichtert das Essen beim Buffet. Deine Schwerter, so viel Auswahl. Wir müssen sie zurückgeben, sagt das Gesetz. Das Gesetz sagt aber nicht, wann. Tun wir es, wenn wir aus dem werten Herrn die Scheiße rausgeprügelt haben. Willy? Treffpunkt für die Elite, wie wahr? Kommt, Jungs. Lockern wir die Muskeln. Mir bleibt keine Ahnung. Hey, Momente mal. Ich musste erstmal klarkommen darauf, dass ich jetzt hier spielen soll. Hey. Warte, du bist fertig. So, wo sind meine Schwerter? Das Gesetz sagt, wenn jemand verletzt ist, hole einen Heilkundigen. Das Gesetz sagt aber nicht, wie schnell. Man kann ein Weilchen warten. Es stimmt, was man sagt. Schwert oder nicht. Ein Hexer weiß, wie man Knochen bricht. Ich bin nicht in der Stimmung für Bauernweisheiten. Wer zum Teufel bist du? Wenn alles gut geht, würde ich sagen, dein Partner. Ich brauche keinen Partner. Oh, da bin ich nicht so sicher. Alleine kriegst du Max Borsodis Haus niemals. Woher weißt du, dass ich nach dem Haus suche? Ich war bei der Auktion. Getarnt natürlich. Die Auseinandersetzung war nicht zu überhören. Komm zur Sache, wenn möglich. Um das Haus zu kriegen, musst du erst in die Schatzkammer gelangen. Und aus Freundlichkeit lässt Horst dich da niemals rein. Ein Raub? Diese Idee gefällt mir nicht. Hast du eine andere? Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt und frag nach Schafgarbenextrakt. Er wird wissen, warum du gekommen bist. Wenn das eine Falle ist... Bis dann. Hoffentlich. Das Medaillon wackelt immer. Gefühlt. Und es regnet immer. Gefühlt. Es ist zu feucht, es ist zu feucht. Es regnet, natürlich ist es da feucht. Weißhaar, hast du meine Waren schon gesehen? Du wirst ersticken. Reif und Stahl. Warum sind die alle so nett? Also.
Streitlustig, wie? Warum? Ich laufe nur hier dran vorbei. Was ist mit den Leuten los? Oh mein Gott. Warum renne ich eigentlich nicht? Geralt ist nicht aus Zucker, doch. Aus purem Zucker. Was geht? Warte mal. Au. Geht's da runter? Ja. Warte mal. Ich möchte nicht an einer Klippe stehen, bitte. Werd ihr so freundlich und geht bitte von dieser Klippe. Ah. Achso, das ist gar keine Klippe. Lol. Das ist mir egal. Halt da rein. Au. So. Warum taumelst du nicht? Frechheit. Geht mir auf den Keks mit euren scheiß Schildern, ey. Hä? Lol. Verdammt. Gib mir auf den Keks. Komm mal mit. Genau. Brav. Warte mal. Klippen sind meine besten Freunde? Ja, voll. Viel zu tun in der Gegend. Liebe Klippen. Wow, er hat ein Hemd mit. Das ist der Wahnsinn, ey. Das war recht effektiv. Mehr hast du nicht zu sagen? Hätte schneller gehen können. Ich habe dein Leben gerettet. Puh, dieses Gesindel hätten wir mit links erledigt. Mhm. Wir? Mann, bist du pingelig. Du weißt, was ich meine. Willst du jetzt handeln oder nicht? Hast du vielleicht Schafgarbenextrakt? Hab ich. Hinten. Folge mir bitte. Füße frieren. Okay. Da bist du. Gut. Abwarten. Bin verwirrt. Du willst mir was sagen, nehme ich an. Also schieß los. Wie drücke ich es aus? Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide etwas aus Borsodis Schatzkammer. Warum bündeln wir unsere Kräfte nicht? Was, ja, kalte Füße sind kalt genau und Parker an der Heizung? Ich habe einen Plan. Ich habe ihn das letzte Jahr über ausgearbeitet. Jetzt ist es Zeit, ihn umzusetzen. Kann ich auf dich zählen? Komm schon, ich kenne nicht mal deinen Namen. Welche Rolle spielt er? Er spielt eine Rolle, weil du offensichtlich was verbirgst. Und nicht nur vor mir, sonst säßest du nicht im Keller eines solchen Drecklochs. Wir haben alle dunkle Geheimnisse, aber ich habe dich nicht gebeten, mich zu heiraten. Ich brauche nur deine Hilfe bei einem Raub. Wir brechen ein, nehmen, was wir brauchen und gehen unserer Wege. Versuch mich reinzulegen und du gehst nirgendwo hin, das weißt du. Ich schneide dir den Kopf dort ab, wo er am Hals festgewachsen ist. Ich kenne die Risiken. So, nun hast du mir gedroht. Bist du jetzt dabei oder nicht?
Bevor wir fortfahren, weißt du überhaupt, was Max Borsodis Haus ist? Ich weiß, dass es in der Schatzkammer ist. Du beantwortest meine Frage nicht. Du meine auch nicht. Machst du nun mit oder nicht? Wie kann ein Haus in einer Schatzkammer sein? Die Schatzkammer. Was ist darin, das du haben willst? Etwas, das mir gestohlen wurde. Dann geh doch zur Stadtwache und melde ein Verbrechen, anstatt selbst einzubrechen. Habe ich versucht. Mehrfach. Verstehe. Betrogen vom System und von der Welt. Wie auch immer. Was hat man dir gestohlen? Das wäre eine lange Liste. Reden wir von was anderem. Bist du dabei oder nicht? Ich bin kein Dieb. Gelegenheit macht Diebe, Hexer. Ich spreche aus Erfahrung. Na schön. Erzähl. Das Auktionshaus wird Tag und Nacht von 20 redanischen Soldaten bewacht. Patrouillen gehen auf und ab. Und hier um die Ecke eine Kaserne. Mit Gewalt kommen wir nicht rein. Wir müssen unbemerkt bleiben. Durchaus. Ist jedoch nicht einfach. Der Haupteingang ist gepanzert. Die Fenster sind mit Dimeritium vergittert. Aber es gibt keine Festung ohne Schwachpunkt. Auch diese hat einen. Mein Schwachpunkt ist jedenfalls Geduld. Also spar dir die Kunstpausen und rede. Neben dem Haus steht ein Turm, der mit dem Dachboden verbunden ist. Wegen der Patrouillen können wir den Turm nicht von der Straße aus betreten. Aber in 60 Fuß Höhe gibt es ein Fenster. Keine Gitterstäbe, keine Fensterläden. Da müssen wir hoch. Dann schleichen wir ins Auktionshaus rüber. Die Treppe runter und in die Schatzkammer. Wir brechen oder sprengen die Tür auf. Fertig. Klingt nicht übel, aber nach viel Arbeit für zwei. Das ist mir völlig klar. Wir brauchen zwei weitere Komplizen. Einer klettert hoch und wirft uns ein Seil runter. Der andere öffnet die Schatzkammer. Ein Panzerknacker oder Sprengmeister. Ich habe schon einige geeignete Kandidaten gefunden. Wir müssen nur die Besten auswählen und anwerben. Vielmehr du. Ich halte mich aus der ganzen Sache lieber raus. Hatte ich mir wegen der Kapuze schon gedacht. Sonst noch was? Ja, aber das gehört zu den Einzelheiten. Die erfährst du, wenn du dabei bist. Ja gut, uns bleibt ja eh nichts anderes übrig, ne? Tja, andere Möglichkeiten habe ich nicht. Also gut, ich bin dabei. Aber unter einer Bedingung. Niemand stirbt. Ist das klar? So klar wie die große Sonne von Nilfgaard. Wollen wir uns entspannen und auf eine gedeihliche Zusammenarbeit anstoßen? Ich würde lieber anfangen. Womit geht es los? Als erstes stellst du die Truppe zusammen. Dann dezimierst du die redanische Patrouille etwas. Es sind so viele, wir könnten gesehen werden. Erzähl mir vom Einbruchskünstler. Schwindelfrei sollte er wohl besser sein. Deswegen hätte ich gerne Eveline Gallo, eine Artistin, die als Hermeline bekannt ist. Sie gastiert gerade mit ihrem Zirkus irgendwo bei Ochsenfurt. Spezialitäten, rhythmische Gymnastik und Seiltanz. Nicht Einbruch und Raub? Offiziell nicht, aber ich habe ihre Tournee-Route mit einer Liste der dreistesten Einbrüche der letzten Jahre verglichen. Sie korrelieren perfekt. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Aber wenn sie nicht will, ist Hugo Hoff alias Bulette unsere zweite Option. Ein Halbling. Den hältst du für geeignet? Ein Mondgesicht ist doch keine Verbrechervisage. Du würdest dich wundern. Hugo hat mehr Einbrüche auf dem Buckel als du, getötete Monster. Und vor 2 Jahren hat er den vergoldeten Hahn vom Dach des Rathauses in Novigrad geklaut. Er kann also klettern. Angeblich verbirgt er sich in Ochsenfurt, in einem Haus beim Novigrader Tor. Sei vorsichtig. Er ist nicht groß, aber anscheinend ziemlich gefährlich. Ja, ich glaube, ich tendiere eher zu der Frau. Die Frau könnte auch bei Assassin's Creed mitspielen, ja. Gut, wen haben wir zum Öffnen der Schatzkammer? Fangen wir mit unserem Zwergenkandidaten an. Kasimir Bassi, Mahakama-Sprengmeister. Es heißt, er könnte
mit einer Prise Salpeter Novigrad in die Luft jagen. Die Schatzkammertür dürfte kein Problem für ihn sein. Leider hat er seinen Beruf vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. Er hat sich im Dorf Alnes niedergelassen, geheiratet und ein paar Kleine gezeugt. Kann sein, dass er uns einen Korb gibt. Weitere Optionen? Quinto. Das ist der berüchtigste Panzerknacker des Nordens. Wird in Kettwen, Lyrien, Angrin und Kovir gesetzlich gesucht. Leider wurde er vor ein paar Tagen geschnappt. Von Hans von Sidaris, diesem Söldnertrottel. Ich kenne den Mann. Hab einen Erzgreifen für ihn erledigt. Ein übles Scheißvieh. Hans oder der Greif? Eigentlich beide. Einen soll ich also aus dem gemütlichen Heim reißen, den anderen aus dem gemütlichen Käfig. Mal überlegen. Sorry, ich bin dagegen gekommen, aus Versehen. Was soll das mit dem Dezimieren? Ich hatte gesagt, niemand stirbt. Immer mit der Ruhe. Ich wünsche niemandem den Tod. Nur eine Unpässlichkeit. Spuck's aus. Du musst den Koch der Garnison überzeugen, den Soldaten etwas in ihr Essen zu mischen. Damit einige von ihnen bettlägerig werden. Einer Nickerchen von zwei, oder was? Würde ich sagen. Wir wollen doch keinen Verdacht erregen. Ich kenne das Rezept für einen passenden Trank. Ist das nicht wunderbar? Brau was von dem Trank. Geh in die Stadt, such den Koch auf und überzeuge ihn, dir einen Gefallen zu tun. Vielleicht mit einem Zauber, wahrer Münze oder deinen Fäusten. Okay. Na gut, ich bin weg. Habe zu tun. Ich auch. Erledige alles. Wir treffen uns hier wieder. Und dann? Dann besorgen wir es Horst. Von allen Seiten. Alle zusammen. Ich sag dazu jetzt nichts. Esser. Wenn wir mal gerade dicke Socken schnell auf die schnelle. Gut in Deutsch. Gut. Deswegen war ich kurz weg. Gesundheit? Ja. Ja. Wir besorgen es Horst mal von allen Seiten, ja. Jetzt habe ich mir natürlich die Namen nicht gemerkt, lol. Genau, hier wollte ich die Evelyn haben. Wo muss ich dafür hin? Warte mal, wer war jetzt derjenige, der in eine Familie gegründet hat? Das war Kasimir, ne? Denke ich. Nehmen wir zu Quinto. Warte. Geht auch noch. Hey ho. Hey. Kann ich mit dir reden? Ah. Bist du Quinto? Ja, höchstpersönlich. Mit wem habe ich die Ehre? Heda, das gefällt mir nicht. Hexer, bleib gefälligst vom Käfig weg, klar? Du drohst mir, um Geld zu sparen und schmiedest Ränke mit meinem Gefangenen? Schluss damit. Ja? Womit ist er euch denn auf die Zehen getreten? Uns nicht. Er hat sein paar Bankiers besorgt. Die wollen jetzt seinen Kopf sehen. Gegen Gold.
Und da Meister Hans von Ziderriss so geschäftstüchtig ist, hat er mich geschnappt und will die Belohnung. Hat dir jemand das Wort erteilt? Halt den Rand! Ich brauche Quinto. Lebendig. Und ich brauche Geld. Jede Menge. Gut, dass mir egal ist, wer mich bezahlt. Du oder die Bankiers? Ich sag ja, äußerst geschäftstüchtig. Und ich sage, halt den Mund. Hör auf, dazwischen zu quatschen. Wo war ich? Richtig. Ich soll ihn gehen lassen? Bezahlen. Zum Spezialtarif. Du hast mich geplündert. Jetzt bin ich dran. Ach, berühmter Söldner heißt es. Aber er führt sich auf wie ein altes Fischweib. Kronen zählen. Nichts als Kronen zählen. Was? Ich lass mich doch von einem Mutanten nicht beleidigen. Hey! Ich hab mich in Hagge bewiesen. In Dillingen. In Brenner. Alles lange her und sicher zur Hälfte gelogen. Ein großes Mundwerk hast du aber. Au, das hat wehgetan. Der Mutant auch. Betrügst du mich? Dann beleidigst du mich? Nimm das zurück, Bastard. Mach's Maul auf und nimm's zurück. So, für den Mutanten kämpfe ich jetzt. Sorg dafür, dass ich's zurücknehme. Verlierst du, krieg ich Quinto. Top? Top, verdammt. Macht Platz, Jungs. Lasst mich dem Bummler zeigen, was passiert, wenn man Hans von Ziderriss reizt. Hey, Daniel! Ey, au! Truppen, hierher, sofort! Nicht gut. Nein. Das hat wehgetan. Nein. Echt so, jetzt die andere Seite. Nein. Hey! Los, hau den Penner auf! Hey, Daniel! Oh, das hat wehgetan! Los, Gerald! Nein! Au! Recht so! Jetzt die andere Seite! Die andere! Ja. Au! Gerald, Vorsicht! Los, hau den Penner um! Hey, Daniel! Ah, scheiße! Hans! Geht doch! Du wirktest ja gleich schwächlich, aber so einfach habe ich es mir nicht vorgestellt. Ja, ich bin auch ziemlich überrascht. Tim macht dich fertig, ja! Oh, shit. Erst beleidigt er mich und dann macht er mich fertig. Nimm ihn, Hexer. Und seht beide zu, dass ihr euch verbe... Ja? Aber wie bist du? Grete, gestern. Ich hab auf einen ruhigen Augenblick gewartet. Der Hexer war schneller. Lol. Das war meine Arbeitsprobe. Also, sag mir, wozu brauchst du mich? Du müsstest mir etwas öffnen. Nicht so klein wie ein Käfig. Klingt interessant. Lass die Details hören. Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt. Klopf an und frag nach Schafgarbenextrakt. Ich mag Quinto jetzt schon. Ich auch. Gute Entscheidung. So, jetzt gehen wir zu Evelyn. Wird zu Fuß laufen. Geht von der Entfernung noch. Navi? Ah, okay. Geht von der Entfernung noch? Weit. Egal. Die paar Schritte.
Jetzt ist mir kalt, ne? War heute den ganzen Tag nicht kalt. Monster Energy zuckerfrei. Bei uns gibt's das nicht zuckerfrei. Wäre ich auch gewusst, dass ich jetzt so müde bin momentan, hätte ich mir mehr gekauft. Ich habe jetzt natürlich nur zwei Dosen geholt, für gestern eine und heute eine. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Aber egal. Ich geh das schon irgendwie durch. Wir hätten die verdammte Scheune einfach abfackeln sollen. Nein, hätte ich nicht. Ich will gar nicht drüber nachdenken, was passiert. Ich will gar nicht mit euch reden. Hallo Zalfaris, wie geht's dir? Hallo. Mit wem muss ich reden? Mit dir? Warte, wo bist du? Hallo, da. Sobald wir Ärger haben, muss ich uns raushauen. Wie in Maribor. Erinnerst du dich an Maribor? Liebling, bitte wechsle nicht das Thema. Darf ich es wechseln? Kommt drauf an. Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Bist du Eveline Gallo? Hermeline? Nur für Freunde. Pluster dich nicht auf, Merin. Und du? Red schon. Was willst du? Er hat Feuer unterm Arsch. Du magst den Nachgeschmack von Red Bull zuckerfrei nicht. Es geht, also ich finde das jetzt nicht schlimm. Also ich trinke das schon gerne, nur ich würde halt auch mal gerne anderes ausprobieren, weißt du. Müsste ich aber bestellen wahrscheinlich. Oder halt in die anderen Geschäfte mal fahren und gucken, ob es da auch was gibt. Mir geht's auch ganz gut. Komm, die sind voll im Ehestreit, ja? Ich möchte unter vier Augen reden. Eveline hat keine Geheimnisse vor mir. Und... Und du sollst die Bänke aufbauen. Und zwar jetzt. Aber... Hör auf die Frau. Also gut, nochmal von vorne. Was willst du? Ich habe Arbeit für dich. Wirklich? Was für eine? Anonyme Vorstellung. Kein Publikum. In einem gewissen Auktionshaus. Lohn, so viel du tragen kannst. Wie ein Spitzel siehst du nicht aus. Aber es gibt da ein Problem. Immer raus damit. Was für ein Problem? Wir haben eine Vorstellung. Sie ist ausverkauft. Und jetzt ist unser Freund und Kollege Falkenauge Wann irgendwie blind geworden. Hat zweifelhaften Fusel getrunken. Traurige Sache, aber darum geht es nicht. Aber die Leute warten. Entweder wir finden einen Ersatz für ihn, oder wir müssen den Eintritt zurückgeben. Wäre kein Problem, wenn wir das Geld noch hätten. Ah, mir dämmert, was du willst. Dann komme ich zur Sache. Spring für Wann ein, dann helfe ich dir. Was muss ich tun? Durch brennende Reifen springen? Nein, du musst mit der Armbrust ein Ziel treffen. Ich bin nicht schlecht mit der Armbrust. Ich mach mit. Klasse. Fangen wir an. Die Leute werden unruhig. Was denn? Sofort? Keine Proben? Was gibt's da zu proben? Du musst schießen und treffen. Na schön. Jetzt oder nie. Starten wir. Das gefällt mir. Wer wagt, gewinnt. Geschissen auf die Risiken. Los! Und auf einmal wird's hell. Und nun, ja, bei uns sind die auch Leute, relativ schnell immer ausverkauft. Der Höhepunkt des Abends. Vor euch steht Geralt von Riva, Schützenkönig von Angren, Dol Blathana und Bindegarn.
Was? Aber ich... Psst, Geralt! Armbrust schnappen, ran an den Speck! Sahne?